Herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider Part 6 sind wir jetzt schon angekommen. Und wir müssen hier nochmal hoch, das haben wir in der letzten Folge schon gesehen. So, hier oben sind wieder die Wölfe. So, der Überlebensinstinkt sagt uns nur, dass wir dahin müssen. Und ich gucke mal ganz kurz, was für eine Waffe nehmen wir da am besten. Die Pistole, würde ich sagen. So, und dann gehen wir mal in das Nest der Wölfe. So, wo sind sie denn? Da ist doch schon einer. Wo ist denn der jetzt hingelaufen? Okay, wir gehen einfach mal weiter. Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. So, die haben ja auf jeden Fall einiges gefuttert. So, und da haben wir... Ist es der Rucksack? Ich weiß nicht, sie hat sich nur was in die Tasche gestopft. Ich hab ihn. Okay, dann war das der Rucksack. Okay, jetzt zurück zu Ross damit. So, jetzt kommen sie doch hier garantiert um die Ecke gelaufen. Die kommen hier doch jetzt garantiert von... Wo geht's denn hier lang? Ach, da ist der Wolf, glaube ich, lang gelaufen gerade. Und da ist er auch schon. Ich muss wieder L drücken. L nach links und rechts bewegen. Das ist ein bisschen blöd, weil ich krieg L nach links und rechts nicht mit der linken Hand bewegt. So, und wenn ihr jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ich mit der rechten Hand gerade den linken Stick nach links und rechts bewege und dann auf einmal Dreieck drücken muss, hatte ich gerade schon echt Glück, dass ich das noch hinbekommen habe. Zum Glück habe ich mich daran erinnert, dass immer nur Dreieck ist. Ansonsten wären wir schon das dritte Mal, glaube ich, gestorben. Und das Spiel hat immer noch nicht mal wirklich angefangen. Wir sind ja immer noch hier stark verwundet. Und so, Überlebensinstinkt, wo müssen wir hin? Da vorne. Okay, ich will aber noch mal kurz gucken, was hier ist. Oder geht es hier einfach nur runter? Ich weiß es nicht. Hier sieht es auf jeden Fall nicht so aus, als würde es weitergehen. Die Kamera bewegt sich aber auch extremst langsam. Okay, da hoch kommen wir auch nicht, also gehen wir mal wieder zurück. So. Okay, ich gucke mal ganz kurz, wo müssen wir noch weiter runter. Zieh ich mich durch. Gut, okay. Dann haben wir hier noch eine Kiste. Die nehmen wir natürlich noch mit. Ich glaube, wir können auch so langsam wieder irgendwas verbessern. So. Dann gehen wir mal zu Roth. Der da hinten ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer Roth war. Und was ist mit dem Wissenschaftler? Ach, der war Roth, okay. Und was mit dem Wissenschaftler passiert ist, würde ich auch mal gern wissen. Ich bin mir nicht sicher, ob der erschossen worden ist vor unseren Augen oder ob das ein anderer war. Flicken wir dich zusammen. Und er wacht wieder auf, das ist gut. Schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn. Gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Lara,
muss gesendet werden. Und ich kann erstmal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Okay, und ich hab... Und ich habe jetzt mal das Gefühl, dass wir jetzt mal länger spielen können, irgendeine Cutscene zu haben. Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwem außer Feinden begegnen auf dem Weg zum... Wo muss man hier lang? Auf dem Weg zum Funkturm. Und ich weiß auch nicht, ob man es hört. Ich habe jetzt nochmal den Popschutz vor das Mikrofon hier gemacht. Ich weiß nicht genau, was für einen Unterschied das macht. Es sind ja jetzt quasi zwei übereinander, weil das Mikrofon hat ja schon einen eingebaut. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie es ist. Ich hoffe mal nicht schlechter als vorher. So, und kommen wir hier hoch? Nein. Okay, aber wir hatten Glück, dass hier Wasser ist. Wobei ich nicht weiß, ob das Glück war, weil jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal erstmal rumlaufen. So, da können wir auch einfach hier hoch. Nein, okay. An dem Dinger will die sich irgendwie auch nicht festhalten, an der Laterne, die da oben ist. Wollte ich vorhin auch schon dran springen eigentlich. Da haben wir zum Glück noch das Dach erwischt. Mit Viereck, genau. So. Nein. Mensch, jetzt komm. So. Einmal nach oben. Okay, jetzt geht's. Und dann... Jetzt mal gucken, wie kamen wir denn da drauf? Ach, ich sehe schon, okay, hier. Und einfach, weil wir es können, nehmen wir hier mal die Axt. So. Das klappt super. Okay, jetzt klettern wir hier mal ganz normal hoch. Ach, hier können wir hoch, okay. So. Ja, zur Seite springen und... Gut. So, waren wir hier oben schon? Ja, hier ist die Brücke. Okay, und jetzt können wir... Wo können wir denn jetzt hoch? Hier vorne. Ja, gut. Okay. Ich springe hier immer, weil es ein bisschen schneller geht, habe ich das Gefühl. So, dann. Zack. Wo sind sie denn? Okay, da sind die. Gut, wo haben wir denn hier den Bogen? Okay, hier sind aber zwei, das ist jetzt ein Problem. Habt ihr was gehört? Ich sehe mir das mal an. Ich wusste gar nicht, dass sie die Pfeile loslässt. So, okay, die zwei sind weg. Auch nochmal Glück gehabt und da oben soll auch noch irgendwo einer sitzen. Aber ich denke mal, hier ist jetzt erstmal sicher. So, können wir hier noch plündern? Gut. Und der andere ist ins Wasser gekippt. Da springe ich jetzt nicht hinterher. Gut, das hier nehmen wir mit, die EP. Und dann hopp. Und zack, gut. So, jetzt würde ich nur gerne mal wissen, wo der zweite Typ ist. Ich denke mal, da oben drin. Ich hoffe es mal. So, okay, wo können wir jetzt lang? Was haben wir jetzt? Ach, da ist ein Balken, okay. So, zack, und...
So gut. Auch wieder dran. Das Klettern macht erstaunlich viel Spaß. Okay, komm, dann laufen wir mal schnell. Und zack, okay. Irgendwie geht bei uns immer alles kaputt, wenn wir überall drüber gehen. Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Gut. So, dann nehmen wir hier mal die Seilrutsche. Bitte! Das muss alles nicht sein! Verdammt. So, ist der da... Hier hockt auch noch einer, glaube ich, ne? So, okay, wir haben ja genug Munition, da kann man ruhig mal ein bisschen was verschwenderisch sein. So, dann haben wir jetzt noch hier den Typen. Okay, den haben wir noch getroffen. So, dann nehmen wir uns hier mal die Munition wieder. Hier können wir auch noch was machen, ne? Nee, da brauchen wir Feuer. Was wir zufälligerweise hier haben. Ich nehme einfach mal alle Teile mit. Damit wir beim nächsten Lager auch auf jeden Fall was aufleveln können. Ich würde mich gern die Pistole verbessern. So, haben wir eigentlich Akimbo-Pistole? Nein, wir haben nur eine, schade. Ich hoffe, wir kriegen noch Akimbo. Und eine Shotgun, fände ich auch geil. Kriegen wir aber bestimmt noch. So, gut, hier gibt es schon wieder so viele Feuerfässer und alles. Ich denke mal, wir müssen gleich wieder irgendwas anzünden. Und wir setzen uns einfach mal ins feindliche Lager. So, was guckt sich jetzt wieder an? Ist kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay. Dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott. Cut. Cut. Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay?
Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt, das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf. Okay, gut. Was ich jetzt mal ganz kurz machen will, hier aufleveln, die Folge geht eigentlich schon wieder zu lang. Im Moment laden die nämlich, ich glaube, 12 Stunden hoch oder so. Das heißt sogar länger als eine ganze Nacht. So, okay, Bogen-Upgrades brauchen wir nicht. Handfeuerwaffe würde ich gerne machen. Okay, gut. Erweitertes Magazin brauchen wir nicht. Erhöht den Schaden, das ist gut. Okay, dann nehmen wir mal hier das belüftete Schlitten, genau. So, das holen wir uns mal. Machen wir ein bisschen mehr Schaden. Erweiterte Magazine, denke ich mal, brauchen wir eher weniger. So, und ich würde echt gerne das Outfit ändern, aber ich meine, die anderen Outfits, die passen einfach nicht hier zu dem Spiel. Von daher lasse ich das jetzt zumindest erstmal so. Irgendwann, denke ich mal, werde ich irgendwas anderes nehmen. Vielleicht so ein Militäroutfit oder so, gab es glaube ich auch. Aber das war's dann jetzt erstmal für die Folge. Wenn sie dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da und ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder.